Hallo und herzlich willkommen zur Videovorlesung zu zufälligen Graphen und Netzwerken. Wir befinden uns in Abschnitt 1.3. Das ist der Abschnitt zu Statistiken für Netzwerke. Und was ist gemeint mit so einer Statistik oder Maßzahl? So eine Statistik soll bestimmte strukturelle Eigenschaften eines Graphen oder eines Netzwerks abbilden und quantitativ beschreiben. Im Allgemeinen können wir unterscheiden zwischen globalen Statistiken. Diese beziehen sich auf das gesamte Netzwerk. Und lokalen Statistiken. Diese beziehen sich auf einzelne Knoten. Beispiele dafür, einfache Beispiele, die wir bereits kennengelernt haben, sind etwa der Knotengrad, das wäre eine lokale Statistik, und die Knotengradverteilung, dann die zugehörige globale Statistik für das Netzwerk. Und bei den folgenden Statistiken und Maßzahlen, die ich vorstellen werde, wenn ich nichts anderes dazu sage, machen wir stets folgende Annahme, also unser Graph mit Knotenmenge V, Kantenmenge E ist ein simpler Graph. Das heißt, es ist ein ungerichteter Graph ohne Schleifen. Die Anzahl der Knoten ist n, die Anzahl der Kanten ist m und A ist immer die Adjazenzmatrix. Okay, betrachten wir mal zwei sehr einfache Statistiken. Die erste ist der mittlere Knotengrad. Das ist eine globale Statistik und wir machen nichts anderes, als dass wir die Grade der einzelnen Knoten mitteln. Das heißt, wir summieren hier auf über die einzelnen Knoten die jeweiligen Grade. Und es ist klar, dass wir das auch über die Adjazenzmatrix ausdrücken können. Denn die Knotengrade sind ja genau die Spalten- oder Zeilensummen der Adjazenzmatrix. Wenn wir jetzt nochmal über alle Knoten aufsummieren, bekommen wir einfach die Summe über alle Elemente der Adjazenzmatrix normalisiert mit 1 durch n. Und wir können uns auch überlegen, welchen Wertebereich hat denn diese Statistik? Nachdem ein Knoten höchstens n-1 Nachbarn hat, muss auch der mittlere Knotengrad zwischen 0 und n-1 liegen. Als nächstes die sogenannte Dichte eines Graphen, ebenfalls eine globale Statistik. Ich bezeichne die mit Rho und die ist nichts anderes als der Quotient aus der Anzahl der vorhandenen Kanten durch die Anzahl der möglichen Kanten. Anzahl der vorhandenen Kanten haben wir mit m bezeichnet. In einem ungerichteten Graphen ist die Anzahl der möglichen Kanten genau n über 2. Oder wenn wir diesen Binomialkoeffizienten auflösen, dann bekommen wir hier 2m durch n mal n minus 1. Und wenn wir nun versuchen, das Ganze über die Adjazenzmatrix auszudrücken, dann stellen wir fest, wie bekommen wir die Anzahl der Kanten in einem ungerichteten Graphen. Also wir summieren einfach auf über die gesamte Adjazenzmatrix, denn jede 1 in der Adjazenzmatrix entspricht einer Kante. Aber Achtung, wir sind in einem ungerichteten Graphen, das heißt, wir identifizieren ja Kante von i nach j mit Kante von j nach i. Deswegen müssen wir hier nochmal mit 1/2 multiplizieren und wenn wir das jetzt oben einsetzen, dann sehen wir, dass Rho wir folgendermaßen ausdrücken können. Wir können Rho über den mittleren Knotengrad ausdrücken, dividiert durch n-1. Und damit sehen wir, dass die Dichte und der mittlere Knotengrad eigentlich das gleiche ausdrücken, nur mit unterschiedlicher Skalierung, und bei der Dichte
haben wir es jetzt so skaliert, dass wir eine Maßzahl bekommen zwischen 0 und 1. Ja, also 0 für einen völlig leeren Graphen ohne jegliche Kanten und 1 bekommen wir für den vollständigen Graphen. Und für alle anderen Graphen bekommen wir einen Wert dazwischen. Nach diesen recht einfachen ersten Beispielen wenden wir uns nun den sogenannten motivbasierten Statistiken zu. Was ist damit gemeint? Ein Motiv ist nichts anderes als ein normalerweise recht kleiner Subgraph G0 von unserem vorgegebenen Graphen G. Und die erste Statistik, die wir betrachten, ist die sogenannte Reziprozität. Und das ist die einzige von diesen Statistiken, die für gerichtete Graphen gedacht ist. Also für ungerichtete ergibt die keinen Sinn, sondern ist speziell für gerichtete Graphen gedacht. Und bei dieser Statistik betrachten wir Motive auf nur zwei Knoten. Und wie können die aussehen? Die können folgendermaßen aussehen. Das erste Motiv ist eine sogenannte reziproke Beziehung. Also wir haben eine Kante in die eine Richtung, aber wir haben auch eine Kante in die andere Richtung. Zweiter Typ von Motiv, eine nicht reziproke Kante, ist eben eine Kante, die nicht erwidert wird durch eine Gegenkante in die Gegenrichtung. Ja, also die Kanten im ersten Fall nennen wir reziprok, im zweiten Fall nennen wir sie nicht reziprok. Und die Reziprozität R ist nun einfach der Quotient aus der Anzahl der reziproken Kanten, dividiert durch die Anzahl der Kanten insgesamt. Und diesen Reziprozitätskoeffizienten können wir auch mit Hilfe der Adjazenzmatrix ausdrücken. Und zwar folgendermaßen: Wie bekommen wir die Anzahl der reziproken Kanten? Eine reziproke Kante oder die Verbindung von zwei reziproken Kanten ist nichts anderes als ein geschlossener Pfad der Länge 2 oder ein Kreis der Länge 2. Und die Pfade der Länge 2 werden abgezählt durch das Quadrat der Adjazenzmatrix. Wenn wir die geschlossenen Pfade davon wollen, müssen wir über die Diagonale aufsummieren. Das heißt, Anzahl der reziproken Kanten entspricht genau der Spur von a². Und die Anzahl der Kanten insgesamt bekommen wir, wenn wir einfach über alle Elemente der Adjazenzmatrix aufsummieren. Das können wir, wenn wir wollen, auch nochmal etwas anders schreiben. Nämlich das ist nichts anderes als die L1-Norm der Matrix. Und die Reziprozität ist eine Maßzahl, die zwischen 0 und 1 liegt, ist natürlich eine globale Statistik, die sich auf den gesamten Graphen bezieht und ist minimal, das heißt nimmt den Wert 0 an, in einem, beispielsweise in einem Directed Acyclic Graph. Das heißt, in einem Dark gibt es keine Kreise und damit auch keine reziproken Beziehungen. Maximal wäre sie hingegen in einem vollständigen gerichteten Graphen. Als nächstes wenden wir uns dem Clustering-Koeffizient zu. Und der Clustering-Koeffizient ist jetzt das Pendant dazu zur Reziprozität, aber für ungerichtete Graphen. Und in ungerichteten Graphen macht es keinen Sinn, Motive auf nur zwei Knoten zu betrachten. Stattdessen betrachten wir Motive auf drei Knoten. Und zwar können die folgendermaßen aussehen. Hier sind meine Knotentrippel. Und im ersten Fall, wenn alle Knoten paarweise miteinander verbunden sind, dann sprechen wir von einem Dreieck. Und im anderen Fall, wenn die Knoten zwar pfadweise miteinander verbunden sind, aber nicht unbedingt paarweise, dann sprechen wir von einem verbundenen Triple. Und der Clustering-Koeffizient C ist nun die Anzahl der Dreiecke mit einem Faktor 3, weil wir für jeden Knoten
der auf dem Dreieck liegt, wollen wir es einmal zählen, das heißt dreimal die Anzahl der Dreiecke dividiert durch die Anzahl der verbundenen Tripel. Auch diesen Clustering-Koeffizient können wir mit Hilfe der Adjazenzmatrix ausdrücken. Dreiecke sind jetzt geschlossene Pfade der Länge 3 und die bekommen wir aus der dritten Potenz der Adjazenzmatrix. Wenn wir davon alle Diagonaleinträge aufsummieren, das heißt die Spur nehmen, bekommen wir genau die Anzahl der Dreiecke. Ein verbundenes Tripel hingegen ist genau ein Pfad der Länge 2, der nicht geschlossen ist. Die Pfade der Länge 2 werden abgezählt durch die Einträge des Quadrats der Adjazenzmatrix und wir wollen nun alle, die nicht geschlossen sind, das heißt, wir müssen beim Aufsummieren eben genau die Diagonale weglassen. Und auch das können wir noch ein bisschen anders ausdrücken, nämlich wir können hier zuerst mal über alle Einträge von a² aufsummieren, das heißt wieder die L1-Norm betrachten und dann ziehen wir die Summe der Diagonale ab, das heißt wir ziehen die Spur hier ab. Das wäre eine äquivalente Formulierung. Es ergibt wieder eine Maßzahl zwischen 0 und 1. Und zu guter Letzt überlegen wir uns noch, in welchen Typen von Graphen ist denn dieser Clustering-Koeffizient minimal. Das heißt, wo nimmt er den Wert 0 an? Und zwei Beispiele dafür sind ein Baum. In einem Baumgraphen gibt es keine Kreise, damit auch keine Dreiecke und der Clustering-Koeffizient ist gleich 0. Genauso aber auch in einem Bipartitengraphen. In einem Bipartitengraphen haben alle geschlossenen Pfade, das heißt alle Kreise, haben gerade Länge und damit können auch dort keine Dreiecke vorkommen. Und der Clusterkoeffizient ist gleich 0. Maximal, das heißt den Wert 1, nimmt er natürlich wieder in einem vollständigen Graphen an. Zu guter Letzt wollen wir noch sogenannte pfadbasierte Statistiken betrachten. Und davon gibt es gleich eine ganze Reihe. Eine erste davon haben wir bereits kennengelernt, das ist der sogenannte Durchmesser eines Graphen. Und der Durchmesser ist natürlich eine globale Statistik, bezieht sich also auf das gesamte Netzwerk. Und wir haben ihn bezeichnet mit Diam für Diameter. Und das ist nichts anderes als die maximale Distanz zwischen zwei Knoten in diesem Graphen oder auch die maximale Länge eines geodätischen Pfades in dem Graphen. Die zugehörige lokale Statistik nennt sich Exzentrizität. Dabei machen wir genau dasselbe. Wir bestimmen die Länge des längsten geodätischen Pfades, der von diesem Knoten I ausgeht. Das heißt, wir lassen nun I fest und maximieren nur über alle anderen Knoten und maximieren genauso über die Distanz zwischen I und J. Und was diese Exzentrizität ausdrückt, ist natürlich, wenn die klein ist, dann haben wir es mit einem Knoten zu tun, der relativ nahe an allen anderen Knoten in diesem Graphen ist. Wenn dagegen die Exzentrizität hoch ist, dann gibt es einen sehr langen Pfad von diesem Knoten zu einem anderen. Das heißt, er liegt dann eher am Rand in einem gewissen Sinne. Als nächstes die mittlere Distanz. Die mittlere Distanz ist eine globale Statistik. Und wie der Name schon sagt, machen wir nichts anderes, als über alle Distanzen in diesem Graphen zu mitteln. Und wenn wir das entsprechend normalisieren wollen, dann müssen wir dividieren durch die Anzahl der möglichen Kanten oder der ungeordneten Knotenpaare, das ist n über 2. Und mit diesem Normalisierungsfaktor summieren wir über alle Distanzen in dem Graphen. Ja, das ist die mittlere Distanz in dem Graphen. So, hier gab es gerade ein kleines technisches Problem, aber ich denke, jetzt kann man wieder alles sehen. Das war die mittlere Distanz und die entsprechende lokale Statistik dazu ist die sogenannte Closeness. Und bei der Closeness machen wir Folgendes.
Wir berechnen die mittlere Distanz eines Knoten I zu allen anderen Knoten J. Wir wollen aber, die Closeness soll ausdrücken, je größer sie ist, desto näher ist dieser Knoten an allen anderen Knoten. Das heißt, wir müssen von diesem mittleren Abstand nehmen wir genau den Kehrwert. Und damit bekommen wir dann eine Statistik oder eine Maßzahl, die eben von der größere Werte ausdrücken, dass sich dieser Knoten im Durchschnitt nahe an anderen Knoten befindet. Also eine hohe Closeness drückt eben entsprechend eine zentrale Position des Knoten in dem Graphen aus. Was ist das Problem bei der Closeness oder ein mögliches Problem, wenn wir einen Graphen haben, der in mehrere Zusammenhangskomponenten zerfällt, dann nimmt die Distanz unendliche Werte an. Das heißt, es gibt hier mindestens einen Summanden, der den Wert unendlich annimmt und damit ist die Closeness für alle Knoten gleich 0. Ja, also sie macht nicht viel Sinn in einem nicht zusammenhängenden Graphen. Und um das zu verbessern, kann man die sogenannte harmonische Zentralität definieren. Und bei der harmonischen Zentralität macht man nichts anderes, als das arithmetische Mittel bei der Closeness durch das harmonische Mittel zu ersetzen. Ja, harmonische Mittel ist der Kehrwert der Summe der Kehrwerte. Und wenn wir jetzt hier das arithmetische Mittel durch das harmonische Mittel ersetzen, so hier merke ich gerade bei der Normalisierung, hier habe ich ein n-1 vergessen. Und für das harmonische Mittel jedenfalls bekommen wir dann Normalisierungsfaktor 1 durch n-1. Wir summieren über alle Knoten J und summieren nun aber die Kehrwerte der Distanzen. Und J ungleich i. Und jetzt sieht man, dass wenn wir einen nicht zusammenhängenden Graphen haben, wenn also eine dieser Distanzen unendlich ist, dann wird sie einfach ignoriert in dieser Summe. Bekommt man einfach einen Summanden 0. Also der Vorteil ist, das ist auch wohl definiert für nicht zusammenhängende Graphen. Das war die harmonische Zentralität und als letztes kommen wir zur Betweenness. Und für die Betweenness definieren wir erstmal zwei Hilfsgrößen und die erste davon, Sigma JK, macht Folgendes. Sie zählt die Anzahl der geodätischen Pfade von J nach K. Und dann definieren wir Sigma JK I, ist wieder die Anzahl der geodätischen Pfade von J nach K durch I. Das heißt, alle geodätischen Pfade von J nach K, die aber zugleich durch den Knoten I verlaufen. Und die Betweenness ist eine lokale Statistik. BI bezieht sich also auf einen einzelnen Knoten, ist dann Normierungsfaktor 1 durch n Quadrat. Wir summieren über alle möglichen Knotenpaare JK, summieren wir auf und betrachten jetzt den Quotienten der Pfade, die eben durch den Knoten I verlaufen, im Verhältnis zur Anzahl aller Pfade von J nach K. Das gibt eine Maßzahl zwischen 0 und 1. Und was diese Maßzahl ausdrückt, ist, wenn die hoch ist, bedeutet das, dass sehr viele geodätische Pfade, also sehr viele kürzeste Verbindungen durch den Knoten I verlaufen. Ein Knoten I mit hoher Betweenness hat also sowas wie eine Brückenfunktion in dem Graphen. Ist wieder ein Maß für die Zentralität, für die Wichtigkeit und in dem Fall drückt es so etwas wie eine Brückenfunktion aus. Nun wollen wir uns die soeben definierten Kennzahlen und Statistiken noch anhand von realen Netzwerken in der statistischen Software R mit dem iGraph und iGraph Data Paket anschauen.
Und dazu lade ich zunächst mal die zwei Pakete und auch die Datensätze Karate und UK Faculty, die wir bereits letztes Mal betrachtet haben. Als erstes berechnen wir die Dichte des Karate-Netzwerks und die Dichte, die heißt im iGraph-Paket Edge Density. Die berechnen wir. Wir sehen, die Dichte ist ungefähr 0,14, also kein allzu dichtes Netzwerk. Den mittleren Knotengrad im Netzwerk, dafür gibt es keinen eigenen Befehl, aber wir können natürlich berechnen, indem wir uns zuerst die Knotengrade mit Degree ausgeben lassen und dann davon den Mittelwert berechnen. Da bekommen wir einen mittleren Knotengrad von 4,59. Und jetzt haben wir, wissen wir ja, es gibt einen Zusammenhang, wenn wir den Knotengrad einfach durch Anzahl der Knoten minus 1 dividieren, dann muss wieder die Dichte rauskommen. Das überprüfen wir mit V-Count, also Vertex Count, bekommen wir die Anzahl der Knoten. Und natürlich kommt hier genau das gleiche heraus, 0,14, wie mit dem Befehl Edge Density. So, es geht weiter mit den motivbasierten Maßen. Da hatten wir als erstes die Reziprozität. Die Reziprozität ist ja ein Maß, das nur für ungerichtete Graphen Sinn macht. Wenn wir es für das Karate-Netzwerk berechnen, bekommen wir trivialerweise 1. Alle Kanten in einem ungerichteten Netzwerk sind reziprok. Und dann hatten wir aber auch noch das UK-Faculty-Netzwerk, ein gerichtetes Netzwerk. Und hier können wir ebenfalls mit dem Befehl Reciprocity die Reziprozität berechnen und bekommen einen Wert von 0,59. Wir gehen weiter zum Clustering-Koeffizient, der heißt im iGraph-Paket ein bisschen anders. Der heißt Transitivity und den berechnen wir zunächst für das Karate-Netzwerk und bekommen einen Clustering-Koeffizient von ungefähr 0,26. Jetzt wissen wir aber, den können wir auch auf andere Art und Weise berechnen. Das ist natürlich im Allgemeinen ineffizient, aber wir wollen diesen Zusammenhang überprüfen und deswegen speichern wir in A die Adjazenzmatrix ab. Die wandeln wir um in den Matrix-Typ, die ist nämlich, wird als sogenannte Sparse-Matrix abgespeichert und damit wir einen normalen Matrix-Typ bekommen, verwende ich hier noch S-Matrix. Dann berechne ich die zweite Potenz der Matrix, die dritte Potenz und dann können wir genau mit dem Ausdruck, den wir hergeleitet haben, ebenfalls den Clustering-Koeffizient berechnen und bekommen denselben Wert, 0,26. Ja, also nochmal alles der Reihe nach. Reziprozität im Karate-Netzwerk trivialerweise gleich 1, im UK-Faculty-Netzwerk 0,59 und dann haben wir auf zwei verschiedene Arten den Clustering-Koeffizient berechnet. Effizienter ist es natürlich, den Befehl Transitivity zu verwenden. So, nun kommen die pfadbasierten Maße dran. Dabei hatten wir die Exzentrizität, die Closeness und die Betweenness. Und alle diese sind als Befehl verfügbar, als Eccentricity, Closeness und Betweenness. Bei Closeness und Betweenness gibt es normalisierte und unnormalisierte Varianten. Wir wählen immer die normalisierten Varianten. Und dazu geben wir das Argument normalized gleich true an. Das mache ich jetzt dreimal und dann plotte ich das Netzwerk und zunächst kommt die Exzentrizität dran und ich werde die Knoten entsprechend der Exzentrizität einfärben und da sehen wir, es gibt drei Gruppen von Knoten. Die grünen sind die mit der kleinsten Exzentrizität, also die relativ nahe an allen anderen Knoten liegen. Gelb sind die mit mittlerer Exzentrizität und in Blau sind die mit hoher Exzentrizität, also die wirklich am Rande von diesem Netzwerk liegen. Dann betrachten wir die Closeness, speichern die hier ab in dem Vektor Clo und ich plotte das Ganze wieder, aber diesmal färbe ich sie nicht ein, sondern ich skaliere die Größe mit Vertex Size. Skaliere ich die Größe proportional zur Closeness und das sieht dann so aus. Ja, also die Closeness soll ja angeben, ob sich ein Knoten nahe
im Durchschnitt nahe an allen anderen Knoten befindet. Und da sehen wir schon, dass vor allem diese zwei Knoten H und A, das waren ja die, also ich habe ja schon über das Karate-Netzwerk erzählt, was da dahinter steckt. Ein Karate-Club, der sich aufgeteilt hat in zwei Gruppen. Und A und H waren dann die Anführer dieser zwei Gruppen. Und die haben hier auch eine größere Closeness, also die stehen eng mit den meisten anderen Personen hier in Verbindung. Das kann man hier ablesen. Und die Knoten, die eher am Rand liegen, so wie der Knoten 17 hier, die haben dann entsprechend eine kleine Closeness. Als nächstes kommt die Betweenness dran. Und die Betweenness soll ja auch wieder die Rolle, die Wichtigkeit der Knoten in dem Netzwerk angeben, insbesondere die Brückenfunktion, also ob ein Knoten hier an vielen Verbindungen, an vielen kürzesten Verbindungen zwischen anderen Knoten beteiligt ist. Das machen wir mal und wieder skaliere ich die Größe der Knoten ein. Und jetzt sehen Sie, ist das noch viel extremer als beim letzten Beispiel. Jetzt stechen hier wirklich diese zwei Knoten H und A hervor als größte Knoten, weil sie eben einfach die wichtigste Vermittlerfunktion in diesem Netzwerk, die wichtigste Brückenfunktion haben. Ein paar andere, wie hier Knoten 20, sind auch noch relativ wichtig, aber jetzt sind diese Unterschiede mit der Betweenness wirklich sehr klar sichtbar. Und jetzt haben wir ja mehrere Maßzahlen für die Zentralität, also für die Wichtigkeit von Knoten, nämlich die Closeness, die Betweenness und als sehr einfache Maßzahl auch noch einfach der Grad. Und jetzt wollen wir uns anschauen, inwiefern diese Maße assoziiert sind, also wie stark der Zusammenhang zwischen diesen Maßen sind. Die drücken ja alle im Prinzip zwar nicht die gleichen, aber doch ähnliche Eigenschaften aus. Also könnte man erwarten, dass hier eine starke positive Assoziation ist. Und dazu machen wir einen Pairs-Plot, also mit C-Bind speichern wir alle diese Vektoren, das sind ja alles Vektoren. Kombinieren wir das in eine Matrix und mit dem Pairs-Plot bekommen wir dann jeweils einen Scatterplot der einzelnen Paare, also zwischen Degree Betweenness, Degree Closeness und Betweenness Closeness. Und wir sehen, in allen Fällen hat man schon hier eine positive Assoziation. Also die Tendenz ist schon so, dass Knoten mit größerem Grad auch größere Betweenness aufweisen und so weiter. Ja, also die positive Assoziation ist da, aber sie ist jetzt nicht unbedingt für dieses Netzwerk. Für ein anderes Netzwerk kann es natürlich anders aussehen. Aber das ist schon ein typisches Verhalten. Ist diese positive Assoziation vorhanden, aber sie ist jetzt nicht besonders stark. Also wir sehen hier, die streuen hier schon ganz schön. Ist auch keine lineare Assoziation. Ja, man könnte hier jetzt nicht eine gute Regressionsgerade durchziehen. Also diese Maße drücken zwar alle ähnliche Eigenschaften aus, aber sie sind nicht redundant in dem Sinne, dass ich aus einem Maß das andere schon sehr gut vorhersagen kann.